Liebe Luzernerinnen und Luzerner, in meinem Präsidialjahr unter dem Motto «Luzern ist ein Innovationsmotor» habe ich mich mit vielen innovativen Projekten, innovativen Köpfen und Organisationen befasst. Dabei ist es auch um Rahmenbedingungen gegangen, die sicherstellen, dass die innovativen Ideen zum Fliegen kommen und Start-ups auch wirklich durchstarten können. Ich habe viele innovative Personen kennengelernt, die mir gesagt haben, wo der Schuh drückt. Ich wollte wissen, welche Rahmenbedingungen noch besser werden müssen. Dabei konnte ich auf viel Unterstützung von Verbänden und Institutionen zählen, die sich ebenfalls am Ziel eines starken, innovativen Kantons verpflichtet fühlen. Wöchentlich haben wir in einem elektronischen Newsletter innovative Unternehmungen und Projekte aus der Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch aus der Verwaltung präsentiert. Damit haben wir Kontakt hergestellt, Aufmerksamkeit erzeugt, Ideen austauscht und Türen geöffnet. Das war sehr wertvoll und lehrreich. Start-up-Unternehmer sind Personen, die sich mit Hut und Haar, aber auch mit grossem Durchhaltewillen in einer genialen Idee verschreiben. Sie gründen Unternehmungen und schaffen Arbeitsplätze. Apropos Arbeitsplätze. Start-ups schaffen jedes Jahr in der Schweiz rund 40'000 neue Arbeitsplätze. Innovationen sichern uns den Fortschritt in vielen Bereichen und somit unsere Zukunft. Jetzt zum Abschluss von meinem Präsidialjahr habe ich eine elektronische Innovationszeitung publiziert. Damit gebe ich die wichtigsten Informationen und Erkenntnisse in kompakter Form weiter. Für wer ist die Zeitung? Für alle innovativen Köpfe und alle, die es werden wollen. Für alle, die sich informieren und inspirieren wollen, um ihrer eigenen Idee nachzukommen. Aber auch für alle, die einfach wieder einmal staunen wollen. Die Zeitung enthält über 100 Links zu vielen Start-ups, Projekten, Organisationen und Verbänden. Liebe Luzernerinnen und Luzerner, ich will Start-up-Unternehmungen und innovative Projekte im Kanton fördern. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viele Aha-Erlebnisse. Besten Dank!